Dieses Wochenende sind wir mal wieder in der Niederlande unterwegs, und zwar in der Provinz Overijssel, genauer gesagt in der Ortschaft Griethoorn. Ich weiß nicht, ob einige das von euch kennen. Auf jeden Fall gibt es hier ganz schöne Wasserstraßen, schöne Reetdachhäuser, viele Fahrradwege, Fußgängerwege, und das soll sehr niedlich sein. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. 4, 3, 2, 1! Wir sind schon in den Tag gestartet, machen eine Fahrradtour, machen mal hier ein kurzes Päuschen. Mokli will was trinken, wir wollen was trinken, und dann geht es gleich weiter. Wir haben eine ziemlich große Fahrradtour hier vor uns, und gleich geht es noch in die Ortschaft rein, und da gucken wir uns das Ganze mal an. Thomas meinte schon, er hat im Internet gesehen, die spielen da Mario Kart auf dem Wasser mit den ganzen Booten, und das wollen wir uns angucken. Ihr hört, Mokli möchte auch weiter. Und ja, wir nehmen euch mal mit. Wir zeigen euch nachher auch nochmal den Stellplatz, wo wir hier standen. Und ja, es wird auf jeden Fall spannend, weil wir waren schon lange nicht mehr in der Niederlande. Und wir lieben es einfach, hier Fahrrad zu fahren, weil ja, wenn die eins hier können, dann auf jeden Fall Fahrradwege. Also kommt mit. Kann man das selten umdrehen, Johanna? Doch, ich drehe die Brücke gerade. Ach, sonst kommen wir nicht rüber. Lustig. Ja, dann geht's jetzt weiter. Jahre. Ach, ist am Seil dran. So sieht das aus, wenn Thomas navigiert. Millimeterarbeit. Was Johanna nicht weiß, die gute Brücke führt auch ans Ziel. Dein Ernst? Also so ein Häuschen hier wird schon was haben, oder Thomas? Sieht irgendwie so ruhig aus. Als wenn hier gar keiner gerade ist. Die hat auch überhaupt keinen Bock mehr. Der ist schon so viel gelaufen, aber der soll erstmal ein bisschen im Wagen sein. Was kann nicht gut sein, wenn er so viel läuft.
Wir standen die letzten zwei Nächte hier auf dem Wohnmobilstellplatz Bodelacke. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hier in Giethoorn gibt es insgesamt 3 Wohnmobilstellplätze und einen Campingplatz ein bisschen außerhalb. Und hier auf diesem Stellplatz, wo wir standen, sind 100 Stellplätze. Die sind naturbelassen, beziehungsweise es gibt teilweise auch Rasengittersteine auf den Stellplätzen, dass man sich ganz so doll festfällt in den Wintermonaten. Ansonsten hat der Platz eigentlich alles, was man für einen Besuch hier von Giethoorn braucht. Also ihr habt den einzelnen Stellplatz, ihr habt einen Stromanschluss, allerdings nicht an allen Stellplätzen, aber das könnt ihr vorne an der Tafel einmal nachlesen. Und bei dem Platz ist das so, wenn ihr hinfahrt, parkt ihr euer Fahrzeug einfach hier vorne und geht dann zum Automaten und zieht euch euer Ticket. Könnt dann auch auswählen, wie lange ihr bleiben wollt. Dann bekommt ihr eine Karte, wenn ihr es nicht falsch macht, so wie wir. Bei uns ist nämlich keine Karte rausgekommen, aber in der Regel funktioniert das. Und könnt dann den Platz befahren, indem ihr die Karte hier einmal bei der Schranke vor den, für das Kartenlesegerät haltet. Dann öffnet sich die Schranke, befahrt dann euren Stellplatz. Also ihr müsst vorher einmal die Stellplatznummer auswählen. Und fahrt dann euren Platz an. Die Plätze sind auch groß genug, das heißt, hier können auch gut Liner stehen. Da hinten steht zum Beispiel auch gerade ein Liner auf dem Platz. Und ja, die Parzellen sind sehr lang. Breit sind sie nicht so groß, aber ihr könnt daneben auf jeden Fall neben dem Fahrzeug noch sitzen. Auf dem Stellplatz gibt es auch ein Sanitärgebäude. Wenn ihr das allerdings nutzen wollt, müsst ihr eure Karte mit Guthaben aufladen. Das heißt, Toilette kostet extra und Dusche kostet auch mit extra. Waschmaschinen gibt es vor Ort auch noch. Die kosten allerdings auch noch mal extra, also Waschmaschinen und Trockner. Die Fähr- und Entsorgungsstation kann kostenlos genutzt werden. Also entsorgen könnt ihr kostenlos. Frischwasser auffüllen kostet noch mal wieder extra. Genau, mehr gibt es hier zu dem Stellplatz gar nicht zu sagen. Strom ist inklusive und es gibt auf dem Stellplatz auch noch WLAN, was auch inklusive ist. Ansonsten hat der Platz eine super Ausgangslage, um wirklich Giethoorn zu besuchen, mit dem Fahrrad zu fahren, mit dem Boot zu fahren oder wie auch immer. Und wir gehen jetzt auch noch mal weiter nach Giethoorn rein und schauen uns das Ganze an. Wir haben ja gestern eine sehr große Fahrradtour gemacht, 58 Kilometer waren das. Und wir sind gar nicht direkt hinten durch Giethoorn gefahren. Was so im Nachhinein aber ganz gut war, weil mit dem Hundeanhänger wären wir da gar nicht durchgekommen, wenn da so viel Verkehr war. Wir sind gestern Abend ja noch mal einmal mit dem Rad im Dunkeln durchgefahren. Und da war auch noch sehr viel los. Und dementsprechend gehen wir da jetzt einmal zu Fuß hin. Das ist ein kleines Stückchen. Ich weiß gar nicht, wie weit genau. Können wir nachher noch mal einmal einblenden und schauen uns das Ganze mal bei Tag an. Weil was wir hier sehr schön finden in der Niederlande, ist nämlich, dass die ganzen Häuser wirklich schön gestaltet sind. Die Vorgärten sind toll. Und da hinten, das sah natürlich aus wie klein Venedig mit den kleinen Flüssen dazwischen und den Brücken. Und das zeigen wir euch jetzt mal. Also wir sind jetzt ungefähr, was waren das, Thomas? 2 Kilometer gelaufen. Und hinter mir sieht man jetzt die Stellen, wo die halt in die Boote einsteigen können. Das erste Boot da vorne ist schon ziemlich voll. Also es ist ein Gemeinschaftsboot. Und dahinter sind noch ganz viele kleine, die kann man nämlich auch mieten. Gestern Abend waren wir mit dem Fahrrad hier und dann waren die alle an den Ladestationen, weil es zum Teil, oder es sind glaube ich größtenteils E-Boote. Und ich würde sagen, wir gehen da mal lang und schwenken wir mal ein bisschen rüber, wie das da aussieht. Wir laufen an so vielen Booten vorbei, ne? Ja. Da kommt man eigentlich gar nicht drum herum, eins zu mieten. Wir müssen gleich mal gucken, weil da rechts waren noch diese ganz kleinen. Ich weiß halt nicht, wo man mit denen hier fahren kann und wo man mit den anderen fahren kann. Deswegen möchte ich da hinten mal einmal. Das ist aber nur ein Holzbrett. Gucken. Ich würde sagen, wir nehmen was Gepolstertes. Ja, das ist für meinen Hintern nach der Fahrradtour gestern. Ich denke an den Hund, der soll ja weich liegen. Ach so, der Hund, okay, ja dann. Ja. Wir können auf dem Holzteller sitzen. Okay. Johanna, dein Käseladen. Ist das, ne? Ja. Cool. Johanna, hier haben wir definitiv zu wenig Zeit eingeplant.
Am 1. Mai nach dem großen Hausputz wurde hier am Backhaus gekocht und gegessen, statt in der Küche. Dann blieb das Haus sauber. Und hier wurde das Geschirr zum Trocknen aufgehangen oder hingelegt. Also ich glaube, es macht Sinn, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, auch mal ins Giethoorn-Museum zu gehen. Kostet 7,50 Euro Eintritt und das sitzt nämlich direkt dahinter. Ja, und bei uns soll das eigentlich nur zur Durchreise dienen, ne? Ja, eben. Aber wir planen mal wieder immer viel zu wenig Zeit ein. Ja. Man den Weg hinter mir. Also man kann hier mit Fahrrad fahren, aber an manchen Tagen ist natürlich richtig viel los und ja, dann kommt ihr mit den Fahrrädern kaum dran vorbei. Hinter mir seht ihr jetzt auch ein Boot, rappelvoll. Ja, an manchen Tagen ist natürlich noch mehr los. Also man sieht jetzt auf jeden Fall, es wird gerade ein bisschen voller, da kommen die ganzen Boote. Ich weiß gar nicht, wie spät wir das jetzt haben. Wahrscheinlich irgendwie so 11, halb 12. Und jetzt wird es langsam ein bisschen voller. Genau, man kann ja mit Rad rumfahren, aber ist nicht zu empfehlen. Also jetzt, wo es etwas voller wird, wird es auch sehr eng auf den kleinen, schmalen Wegen. Genau, man sieht das hier sehr gut. Also die Wege sind, wenn man alleine fahren würde, recht breit, kommt man gut durch. Man hat halt immer wieder diese Brücken, wo man dann halt anhalten muss, wenn einem Fußgänger oder Fahrradfahrer entgegenkommen. Also ich würde es nicht unbedingt empfehlen, mit dem Fahrrad hier durchzufahren. Man kann es machen, aber es ist natürlich sehr eng. Also groß ist hier wirklich groß. Klein. Und das für 3 Euro ist echt ein Schnapper. Also eins muss man mal sagen, Johanna. In Giethoorn ist die Welt noch in Ordnung. Du hast ein kleines Eis für 2 Euro. Ich habe ein großes Eis für 3 Euro. Also das ist wirklich groß. So gefällt mir das hier. Ah, lecken. Schummelst du? Ja, es ist so groß. Das Mini-Eis ist groß. Und außerdem wollte Muckli dieses Wochenende auch mal wieder Eis haben. Ich muss gleich aber auch passen. Ich kriege das nicht auf. Muckli mag Eis. Das war kein Eis, das war ein Eisberg. Und das aus seinem Mund. Also er beschwert sich ja immer, dass die Eiskugeln überall so klein sind. Aber hier hat er selbst Thomas mal gesagt, sie sind riesig. Nom, nom, nom. Hinter mir seht ihr die Brücke, die lässt sich übrigens hochklappen. Hier müsst ihr auch rüberfahren, um mit dem Wohnmobil zum Stellplatz zu kommen. Und die Strecke fahrt ihr auch, beziehungsweise geht, so wie wir es jetzt gemacht haben, um zu den Kanälen zu kommen, wo halt die Boote fahren. Also einmal hier über die Straße, wir sind jetzt einen riesen Gang gemacht, das waren jetzt glaube ich 7 Kilometer, einmal hinten durch Giethoorn durch, hinten an der Straße wieder zurück und jetzt gehen wir zum Wohnmobilstellplatz zurück. Hier vorne die Straße dürft ihr mit dem Wohnmobil nicht rein. Fahrt ihr nach rechts, werdet ihr hier hinten einmal umgeleitet. Und da vorne an der linken Seite ist auch noch mal ein anderer Wohnmobil-Stellplatz. Yeah,